nächster Herr Abgeordneter Magister Schönecker. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist zwar nicht der letzte Tagesordnungspunkt heute, aber irgendwie schließt sich der Kreis. Wir haben heute in der Früh sehr breit gehört, dass es der österreichische Außenminister war, der durch ein sehr entschlossenes, klares und mutiges Handeln die Westbalkanroute geschlossen hat und zumindest einen wesentlichen Teil dabei getragen hat. Und da schließt sich der Kreis, denn diese Ermächtigung für die Bundesregierung heißt nichts anderes, als dass wir einen Beitrag leisten zum Außengrenzschutz, der, glaube ich, auch für alle sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn wir die Außengrenzen nicht schützen, wird Schengen auch nicht funktionieren. Und das ist der wesentliche Beitrag, den wir hier leisten. 30 Nachtsichtgeräte für die serbische Armee. Im Übrigen nicht nur die illegale Migration hier hinter anzuhalten, sondern auch Drogenhandel, Menschenschmuggel und alles Mögliche hiermit auch einzudämmen. Ganz wird es nicht gelingen. Aber diesen Beitrag leisten wir. Und ich bin sehr dankbar, dass die Grünen bei aller Wertschätzung hier sehr klar auch Stellung bezogen haben. Denn das ist der Unterschied. Wir wollen das nicht. Wir wollen illegale Ströme verhindern. Sie wollen das. Sie wollen Schleppern irgendwie Tür und Tor öffnen. Wir wollen das nicht. Und das ist schön, dass die Menschen das jetzt wissen, wer wofür steht. Danke.